Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar habe ich hier ein XXL Drogerie-Haul. Ich habe bei DM und bei Rossmann allerhand bestellt und gekauft. Ich war im Laden, ich habe bestellt. Aber vor allem war ich im Laden und habe mich anfixen lassen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es war nämlich so, dass ich ab und an mal die letzte Zeit hatte, um auch in der Stadt zu sein und durch die Geschäfte zu stöbern. Das eine oder andere habe ich tatsächlich auch schon für Adventskalender geholt, weil ich mit der lieben Marion einen Adventskalender mache, den wir uns selber gestalten. Da habe ich Produkte für geholt. Dann war ich auch in den Läden, um nachzufragen, ob die Adventskalender haben. Zu dem Zeitpunkt hatten die nämlich leider noch nicht. Die haben die alle einen Tag später reingekriegt und haben mir dann nichts von erzählt. Ich war ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Aber gut, ja. Ich habe jetzt hier nicht nur das, was ihr im Thumbnail gesehen habt, sondern ich habe hier noch eine weitere Tasche, die ich gepackt habe. Und ich würde sagen, wir gehen hier auch relativ randommäßig durch. Ich versuche euch auch die Preise einzublenden. Ich habe die Kassenbons nicht da, deswegen schaue ich online. Ich habe aber herausgefunden, dass die Online-Preise meist höher sind als das, was man im Laden bezahlt. Jedenfalls ist es bei uns der Fall. Da war ich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Aber egal, wir starten jetzt einfach mal. Ich habe auch Haushaltsprodukte gekauft und zwar von Kuschelweich aus Liebe zur Natur, pflanzenbasierter Weichspüler. Das ist dieser hier. Der ist jetzt auch irgendwie neu und war auch irgendwie in einem extra Aufsteller. Bei DM habe ich den her, genau. Und es hatten mir tatsächlich auch zwei Leute von euch per Instagram geschrieben, dass ich den auf jeden Fall mal austesten soll. Riecht wirklich angenehm, sehr, sehr angenehm. Nach weißem Flieder und Lavendel soll der duften. Ja, riecht auf jeden Fall gut, ne? Mag ich. Und dann habe ich bei Douglas, weil da habe ich wie gesagt nach Adventskalendern gefragt, da ist auch noch irgendwas anderes mit hier in dieser Tasche, relativ weit unten, die Vice Versa Mascara, 2-in-1 Hybrid Brush Mascara. Und die habe ich tatsächlich heute auch drauf. Also ich habe einige Produkte von denen, die sich hier in den Tüten befinden, schon in meinem Gesicht, weil ich eben auch in Schminke gedreht habe. Also die Mascara, upsala, ist wirklich großartig. Die hat zwei verschiedene Seiten. Das ist eine Gummibürstchenseite, die man erst aufträgt und dann nimmt man die Kunsthaarbürstchenseite. Also es ist quasi in dem Bürstchen selber. Kann ich ja zeigen, ich habe sie ja in der Hand, Claudi. Ne? Ja, läuft. Genau, so schaut die aus. Und die untere nimmst du dann quasi erst und dann nimmst du die obere und gehst dann durch die Wimpern, um dir das entsprechend zu verteilen. Und das macht einen hammermäßigen Schwung. Man muss ein bisschen aufpassen, weil das halt wirklich ultra viel Produkt ist. Und damit der Kunsthaarbürstchen wirklich so in Zickzack-Bewegungen nach oben gehen. Und die hatte mir tatsächlich die liebe Douglas-Verkäuferin ans Herz gelegt, die einfach mal zu testen. Fand ich echt nett von ihr. Natürlich wollte sie auch was verkaufen, aber hey, das ist ein anderes Thema. Dann habe ich bei Balea, also bei DM, die Limited Edition Tuchmaske Magic Wonderland geholt. Ich finde, das ist einfach die perfekte Tuchmaske, um sie in einen Adventskalender reinzugeben. Dann habe ich, weil mich das interessiert hat, von Foamy 100% plastikfrei eine feste Gesichtsreinigung geholt und die auch mit Aloe Vera. Fand ich sehr, sehr ansprechend. Musste mit. Bei Rossmann habe ich tatsächlich geholt und ich habe euch das schon mal in einem anderen DM-Haul gesagt. Ne? Ich mag ja gerne diese Regelschmerzpflaster, diese Wärmepflaster, die man sich dann quasi auf den Unterleib klebt und wenn man Regelschmerzen hat, die ich safe habe, dadurch so ein bisschen abschwächen kann. Weil ich baller mich schon genug mit Tabletten voll in dieser Zeit, weil es für mich immer echt eine fiese Zeit ist. Aber ja, ich mag die von Facel einfach lieber. Das gibt es bei Rossmann, das sind die Menstruationspflaster. Die haben nämlich tatsächlich hier noch so eine Naht mehr oder weniger drin, weil man klebt sich das ja quasi in der Bikini-Zone auf und das ist halt genau die Naht, die man hat, wenn man eine Bauchfalte hat. Ne? Das ist halt sehr, sehr angenehm, wenn man dann sitzt und ich bin halt hauptsächlich in sitzender Tätigkeit unterwegs. Das ist halt dann von alleine schon so einknickt und dann passt das schon. Ne? Das passt sich einfach ein bisschen besser dem Körper an. Ja. Und dann habe ich mir geholt, weil es einfach gerade neu war, in der Duft Limited Edition von... Das sind so sinnlose Sachen eigentlich, aber gut. Man braucht sie halt, ne? Von Denk mit, die Allzwecktücher Floral Dream Rose und Mandel. Ja, das musste natürlich mit, ne? Da kommen wir alle nicht drum herum. Wenn irgendwo Rose draufsteht und es ist neu und es ist irgendwie nice und ich kann es brauchen, dann wird es direkt eingepackt. Und selbst die Kamera ist so schockiert, dass sie, genau, die Helligkeit gerade nicht mehr fassen konnte. Krass. Ich springe hier echt hin und her, ne? Oh, guck mal, das hätte ich eigentlich eben auftragen wollen. Egal, von Chanel Le Beige habe ich nämlich so eine Probe gekriegt in B40. Das ist natürlich safe zu dunkel, ne?
Aber ich wollte die einfach mal austesten, um zu schauen, ob ich die von der Konsistenz her mag. Bei Rossmann habe ich tatsächlich noch zwei von diesen By the Sea Pinseln bekommen. Da habe ich selber auch zwei tatsächlich von in meiner Pinselsammlung. Und ich finde, das sind einfach auch wunderschöne Geschichten, die man in einen Adventskalender geben kann oder mal hier in einer Verlosung oder so, weil das ist so ein Allrounder-Gesichtspinsel. Du kannst damit sowohl Foundation, also flüssige Texturen auftragen, als auch Cream Contour, Cream Blush, als auch später pudrige Texturen. Also wirklich ganz, ganz tolle Pinsel und das waren halt die zwei letzten, die noch da waren und ich habe sie eingepackt. Genau, auch aus dieser Limited Edition von Balea ist es hier wirklich alles reingeschmissen worden. Magical Wonderland mit magischem Feenduft, das ist dieses hier. Das ist ein Duschgel, ne? Auch das wollte ich in den selbstgebastelten Adventskalender geben. Und Marion weiß übrigens, dass sie dieses Video besser nicht schauen sollte. Ja, mit magischer Feenduft. Ich rieche da jetzt auch nicht dran, es ist auch zugeklebt, ne? Habe ich auch im Laden nicht dran gerochen. Wird wohl angenehm duften. Dann habe ich auch noch allerhand solche Karten bei Rossmann gekauft. Das mache ich immer sehr, sehr gerne. Das sind so meine Verlosungskarten, die ich nehme. Da schreibe ich euch dann immer gerne so ein paar Zeilen rein. Das sind halt verschiedene Designs. Ich weiß nicht, ich glaube, ne, muss ich jetzt nicht einzeln in die Kamera halten. Ihr kennt die Designs. Es ist wirklich wunderschön und für 50 Cent pro Karte kann man sich da auch einfach nicht beschweren, finde ich. Also das ist echt klasse. Auch ein Produkt, was tatsächlich ein Adventskalenderprodukt ist, gebrannte Mandelnduftglas von Profissimo. Das ist hier unten aufgerissen, herzlichen Glückwunsch, von DM. Das ist halt ein bisschen schwerer, deswegen ist es unten wahrscheinlich aufgerissen. Gebrannter Mandeln trifft es sehr gut. Also das ist, als würdest du über den Weihnachtsmarkt gehen. Und wenn es halt kälter wird, was es aktuell nicht ist, weil wir gerade 30 Grad haben, macht es auf jeden Fall Sinn, das zu verwenden. Und dann habe ich hier von Balea die beruhigende Haarmaske mit Hafermilch, Pflege und Balance für sensibles Haar. Das ist aus der Schönheitsgeheimnisse-Reihe. Das sind 250 Milliliter drin und das ist vegan und das ist halt auch so ein schönes Adventskalenderprodukt. Ein schöner Tiegel. So, dann hatte ich gesehen, dass es dort, ich glaube sogar reduziert, das Crystallized Zodiac Pinselset gibt. Und Leute, das ist mein absolutes Lieblingspinselset, bin ich ehrlich, weil du da alles drin hast, was du brauchen kannst. Und immer wenn ich hier mich schminke, dann greife ich am liebsten eben zu diesen Pinseln. Sofern sie denn dann zu dem Zeitpunkt auch gewaschen sind. Ich bin da ja echt ein bisschen faul. Aber du hast hier richtig, richtig gute Pinsel drin. Dieser hier ist tatsächlich mein Lieblingspinsel. Der ist, sobald er gewaschen ist, auch direkt wieder in Anwendung. Der ist auch so ähnlich wie dieser hier von Rival de Loop. Ne? Also definitiv ein gutes Dupe dazu. Aber der hier ist auf jeden Fall besser. Naja. So, dann habe ich ebenfalls Adventskalenderprodukt Sense of Magic mit 0% Aluminium, eine Limited Edition gekauft, duftet nach Beeren und Vanille, das ist ein Deo- und Körperspray. Fand ich halt auch in dem Sinne sehr, sehr ansprechend und auch von der Optik her sehr passend für einen Adventskalender. Ja, unsere Waschmaschine braucht auch mal wieder Pflege. Genau, das habe ich letztens nämlich leer gemacht. Der Waschmaschinenpflegereiniger von Denkmüt. Ja, dann mache ich immer so, keine Ahnung, eine Drittelflasche oder so und das dann einmal die Woche rein. Ne? Immer wenn ich so mit meinem Waschtag durch bin, dann kommt das rein. Ja. Dann habe ich tatsächlich, weil wir machen ja Adventskalender auch für Freunde und Familie und bei einem Adventskalender werde ich wahrscheinlich so einen Mix machen, also für meine Schwägerin in Spee, mein Schwager in Spee, deren kleinen Sohn, was der Patensohn von meinem Freund ist, und dem Hund. Also die kriegen so einen richtig bunt gemixten Adventskalender und da habe ich zwei Tonis von gekauft. Ne? Ich glaube, die gibt es bei Rossmann, wenn ich das richtig gesehen habe. Also bei Rossmann oder bei DM. Ne, das war Rossmann. Genau, und das fand ich ganz süß. Das ist einmal einmal ein Peter Pan und weitere Klassiker. Das ist dieser hier, den fand ich total süß. Und dann gibt es noch hier den Bobos Ausflug zum Spielplatz und weitere Folgen. Den fand ich auch total niedlich. Ne? Und die haben halt so ein Toni-Abspielgedöns und da sind dann halt Geschichten drauf. Das fand ich ganz niedlich. So, achso, einen weiteren Pinsel habe ich auch noch geholt. Das ist der dritte dann wahrscheinlich gewesen. Auch für einen Adventskalender von Vitakraft Playtime, Catch the Light. Ich glaube, sowas finden Katzenliebhaber auch ganz witzig, beziehungsweise die Katzen an sich. Kann man sich schön mit beschäftigen, fand ich auch ganz niedlich. Dann habe ich geholt, weil ich das interessant fand, aber es ist einfach riesig. 99% natürlichen Ursprungs Faith in Nature Wild Rose Conditioner. Ich glaube, das ist eine neue Marke bei Rossmann und ich hatte irgendwie nicht in Erinnerung gehabt, dass ich so ein Oschi von viel bekommen werde. 400 Milliliter sind hier drin
Weil ich hatte gesehen, dass ich nicht mehr so ultra viele Spülungen mehr habe. Und dann kriege ich ja immer meine Backup-Noten. Ne? Ich bin ja echt ein Vogel. Hab hier 1000 Adventskalender stehen, die ich auspacke und habe Angst, dass ich keine Spülung mehr kriege. Riecht super, super angenehm, aber sehr, sehr dezent. Also da bin ich gespannt. Ne? Rose und ich, wir sind so. Deswegen passt das auf jeden Fall. So, dann habe ich noch geholt eine Handcreme von Balea, genau. 2,95 kostet die und die war einfach süß. Komm, das ist ein perfektes Produkt für einen Adventskalender. Soft and creamy und das ist einfach süß. Ja, ein Panda. Der musste mit. Als ich bei Rossmann war, habe ich tatsächlich auch dieses Produkt gesehen, was ich jetzt demnächst hier irgendwo in meinem Hintergrund einfügen wird. Und zwar hatte Art Deco Sale. Crystal Beauty Dust und ich mag ja diese Flaschen, ne? Und wenn du die Flaschen dir so kaufst, sind die teurer, als wenn du dir die manchmal so im Sale holst oder wie auch immer. Und das ist einfach für mich ein sehr, sehr schönes Deko-Element, weil das ist hier ein Beauty-Kanal. Ich lebe für Beauty mehr. Nein, ich lebe nicht für Beauty, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Ich würde sowas nicht als Face and Body Highlighter verwenden, aber so dieser Flakon ist wunderschön. Ich finde es optisch ansprechend und das kommt bei mir in den Hintergrund als Deko. Und das hat gekostet 9,99 Euro, ne? Ja, deswegen, ne? War in Ordnung. Auch diese Multivitaminpaste mit den Vitaminen A, D3 und E und ein Anti-Haarball-Gedöns habe ich gekauft für Marions Adventskalender, weil sie hat ja Katzen und, ne? Man muss auch an die lieben Vierbeiner denken, die müssen ganz schön viel mit uns aushalten. Dann habe ich mir eine Spülung geholt, eine reparierende Spülung mit Manuka-Honig, intensive Pflege und Kräftigung für geschädigtes Haar. Wie gesagt, ich hatte Angst, dass ich nie wieder Spülung bekommen werde und ich glaube, die war auch im Sale bei DM Online. Deswegen habe ich die auch mitgenommen, da kann ich ja mal dran riechen. Manuka-Honig, es soll ja auch super pflegend sein, deswegen verstehe ich gar nicht, warum die im Sale ist. Riecht gut. Ich mag das. Also ich mag den Duft von Honig richtig gerne. Und es kommt jetzt ja auch demnächst die Zeit, wo es sowieso alles ein bisschen kühler ist und dann kann man sowas auch gebrauchen. Auch das für den Adventskalender Lippenpflege Little Princess mit Wassermelonenduft, zarte Lippen. Ist einfach süß, ne? Komm, da ist eine Prinzessin drauf. So eine kleine Fee mit ihrem... ich finde das süß. Okay, das war Tasche Nummer 1. Hierzu werde ich demnächst mal ein separates Video drehen von My Lily. Gibt es eine Box bei Rossmann zu kaufen? Relativ hochpreisig tatsächlich, ja. Aber ich wollte die auf jeden Fall mal vorstellen und auch zusammen vorstellen mit so ein paar anderen Produkten, was man halt auch so gut gebrauchen kann. Und das ist halt eine Box, die eigentlich dafür da ist, wenn ein Mädchen das erste Mal seine Menstruation bekommt, dass sie da einfach mal so ein Starterpaket hat und gleichzeitig auch noch ein bisschen Aufklärungsmaterial. Und ich finde es eigentlich auch super wichtig. Und zum einen wollte ich My Lily hier wirklich unterstützen, weil ich das so eine gute Aktion finde und die halt kaufen. Und zum anderen wollte ich da auch wirklich ein eigenes Video drüber drehen, um tatsächlich diesen Vibe zu unterstützen, den diese Box nun mal mit sich bringt, weil ich das einfach schön finde. Ich meine, ich stelle hier immer so viel Beauty und hast du nicht gesehen vor. Aber was passiert im Fall der Fälle? Und da würde ich auch gerne so Menstruationspflaster mit reinbringen, die Menstruationstasse und so weiter. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, was ihr dann außerdem noch gerne sehen wollen würdet. Also wenn ihr ein kleines Mädchen seid oder ein junges Mädchen seid, was quasi da entsprechend ein Video bekommen würde, was ihr interessant fändet, was da angesprochen werden würde, keine Ahnung. Weil ich persönlich hätte es damals sehr, sehr gerne gehabt, als ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, war meine Mama leider nicht da. Sie war auf Klassenfahrt mit ihrer Klasse, sie ist Grundschullehrerin und ich war alleine mit meinem Dad zu Hause und das war echt nicht cool. Kommen wir zu der großen Tüte, wo sich einiges drin befindet. Zum einen, ja, habe ich hier auch nochmal von Domol die Allzwecktücher mitgenommen. Das sind jetzt hier zweimal mit Apfel habe ich die mitgenommen, weil es so ist, dass nicht nur ich die verwende hier auf meinem Schminktisch oder so oder zwischendurch mal eben so in der Wohnung, sondern ich habe halt auch gemerkt, mein Freund benutzt die auch sehr gerne und deswegen werden es halt immer weniger bei uns im Schrank. Also wir haben jetzt aktuell auch nur eine einzige angebrochene Tüte und wir brauchen da echt viel von. Dann habe ich hier auch nochmal von Soft und Sicher Taschentücher XXL Cube, 70 Stück sind hier drin mitgenommen. Die finde ich eigentlich ganz praktisch, die stehen bei uns auch immer auf dem Wohnzimmertisch und so, ne, wenn man dann halt am Essen ist, dass man einfach so eine Art Ersatz von
Servietten hat. Ne? Und das auch, wenn ein Besuch kommt oder so. Natürlich haben wir auch Servietten, dass man das schön deckt und so weiter. Aber für mal eben schnell ist das echt gut. Und gerade, weil wir auch wirklich Freunde mit kleinen Kindern haben, macht das durchaus Sinn. Dann gab es bei Rossmann neue Produkte von Physicians Formula. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Einmal gibt es hier den Butter Blush. Muru Butter Blush. Und der sieht deutlich kleiner aus als der Bronzer, den wir normalerweise kennen. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich will nicht schon wieder alles runterschmeißen. Und den können wir uns ja gerne mal zusammen anschauen. Natürlich wird er auch demnächst in einem Schminkvideo integriert sein. Physicians Formula hat auch immer so mega krasse Riesenverpackungen. Also es braucht eigentlich kein Mensch diese große Umverpackung, aber gut. Ja. Der ist wirklich kleiner als der Butter Bronzer. Und der hat wirklich einen Schimmer mit drin. Das finde ich interessant. Wirkt jetzt so wie nichts auf der Haut. Oh, das ist ja fast schon Kupfer, was hier auf meiner Haut ist, ne? Dann hast du quasi Blush und Blush-Topper in einem. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, Duft ist genauso wie bei dem Butter Bronzer, ne? Also ein bisschen Kokos, komme ich aber mit klar. Dann gab es auch den... Offensichtlich komme ich da nicht so ganz mit klar. Danke. Den Butter Highlighter, und das ist neu... Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt die Farbe Pearl. Achso, bei dem hier war das die Farbe Copacabana. Ja, Kupfer passt dann auch in dem Sinne. Der ist tatsächlich von der Oberfläche her hier auch gerade und nicht so erhaben. Und den dreht man. Okay, das ist gar nicht zum Aufklappen. Das ist voll neu. Das habe ich noch nie so gesehen. So schaut er aus. Oh mein Gott, der ist so soft. Du gehst einfach einmal kurz rein und hast direkt BAM on your finger. Oh, Leute, guckt euch den an. Guckt euch den auf jeden Fall an. Ich glaube, Rossmann, der ein oder andere Rossmann hat jetzt ja auch so Theken von Physicians Formula. Schaut euch diesen Highlighter an. Der fühlt sich auch so nass an. Boah, ist der schön. Also, ne? Absolut, jetzt gerade vom Swatch her eine Empfehlung, euch den anzuschauen. Ich habe noch mehr als Wecktücher mitgenommen, weil ich gemerkt habe, dass der Verbrauch hier angestiegen ist. Das ist jetzt nochmal reine Frische, also in dem ganz normalen Standarddesign. Auch unser Bedarf an, achso, das war Domol, Domol ist Rossmann, das ist Denkmit ist DM. Unser Bedarf an Spülmittel ist recht groß, weil wir halt auch viel spülen. Das ist das Nature, löst zuverlässig Fett und Schmutz. Ich finde das ganz schön, wenn man einfach die Option hat, auch irgendwas mitzunehmen, was so ein bisschen nachhaltiger ist. Wie ihr seht, das ist sehr, sehr viel Plastik in diesem Haul, aber ich versuche weitestgehend, das einzudämmen. Ich kann es nicht immer, aber ich versuch's. Ich habe noch einen Highlighter mitgenommen von Physicians Formula, wobei der ist irgendwie anders. Illuminating Powder, also vielleicht ist es auch eher ein Gesichtspuder, weil ich glaube, Physicians Formula hat noch nie so ein wirkliches Gesichtspuder gehabt. Das ist die Farbe Luminous Light. Vielleicht ist es aber auch so ein Zwischending zwischen Puder und Highlighter, so ähnlich wie bei dem Love Perfectitude Aura Glow Powder. Gibt's ja auch, ne? Okay, hier sind wir wieder in einer etwas erhabenen Verpackung unterwegs. Und das ist die Größe von dem Butter Bronzer. Und wenn man hier die Relation sieht, ist das schon ein Unterschied, ne? Krass. Okay, hier haben wir zwei verschiedene Produkte drin. Das ist einmal ein Puderprodukt und das ist irgendwie ein Creme-Gedöns. Es riecht nach Rose. Aber volle Lotte. Okay, ja nee, das ist einfach nass. Das ist wie eine Creme. Das ist ja kein Schimmer dran, ne? Vielleicht so als Base, als Primer-Ersatz oder so? Nee, das schimmert auch nicht auf der Haut. Das brauche ich euch jetzt nicht von Namen zeigen, da ist nicht viel zu sehen. Dann nehme ich jetzt hier mal die Rose. Finde übrigens sehr schön, dass hier ein Rosenpressing drin ist. Sehr dezent. Also das würde ich eher als Puder verwenden, denke ich mal. Weiß ich noch nicht. Ja, das ist für mich eher ein leicht schimmerndes Puder, was ein bisschen Glow gibt. Und man sieht es halt wirklich nicht auf der Hand, ne? Weiß ich noch nicht, wie ich das zu verwenden habe. Finde ich interessant, wird verwendet. Ja, Illuminating Powder. Und ein Dewy Balm, also ein Balm, der dich zum Glänzen bringen soll. Vielleicht gibt man denen sich dann hier so auch auf der Wangenpartie ein bisschen mehr auf. Aber ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das mache. Ich werde es verwenden, ich werde es testen und ihr seid mit dabei. Ob ihr wollt oder nicht.
Naja, ihr müsst schon das Video starten dafür, ne? Dann habe ich hier eine neue Lidschattenpalette von Physicians Formula gefunden. Da wurde ich auch von mehreren auf Instagram drauf verlinkt. Die habe ich zweimal mitgenommen. Einmal für mich und einmal für einen Adventskalender halt. Genau. Und was ich halt super schön finde, das riecht nach Rose. Und das sind so schöne Töne. Das Pressing ist einfach, das sind Rosen, Leute. Das ist so hübsch. So hübsch. So hübsch. Ja, wir haben Schimmertöne. Die sind so sparkelt irgendwie, ne? Also quasi so gesprenkelt. Oh. Komm, da swatchen wir jetzt einfach mal die vier Schimmertöne. Dann haben wir hier auch noch so eine etwas andere Textur bei dieser Rose hier oben. Denn die nehme ich mit dem Daumen. Es scheint nämlich nicht ganz so. Nee. Die ist einfach nur normal in Anführungsstrichen. Aber nicht matt. Also hier ist quasi das nicht matt und nicht glitzernd. Und das sind die Glitzertöne, die auch so gesprenkelt sind. Bin da jetzt auch nur vorsichtig reingegangen. Und dann gucken wir uns das mal an. Okay, dezent. Wirklich dezent. Ist jetzt auch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Aber es ist schön. Und ich glaube, allein sich mit dieser Palette zu schminken, gibt auch so eine gewisse andere Note irgendwie, ne? Also ich glaube, das wird mir Spaß machen. So, dann haben wir bei Luvia, genau, ups, bei Rossmann, bei Luvia so eine Aktion gehabt. Zum einen waren die Geschichten mega reduziert und zum anderen, wenn du 25 Euro Bestellwert erreichst, bekommst du ein Pinselset von Luvia gratis dazu. Geil. Da habe ich mir zum einen mal mein Backup geholt von der Pinselseife, die Maxim rausgebracht hat in Kooperation mit Luvia. Die finde ich so, so gut. Die habe ich jetzt auch schon mehrfach verwendet. Und wenn ich sie selber nicht verwende, werde ich sie in den Adventskalender geben. Aber ich glaube, die werde ich für mich behalten. Und auch die Schwämmchen waren stark reduziert. Deswegen durften die halt auch nochmal mit. Finde ich mega geil. Ich liebe diese Schwämme. Ich finde die so, so schön. Das hat Maxim echt geil gestaltet. Wirklich gut. Und dann gab es halt gratis, und das fand ich echt intensiv, als es angekommen ist, dieses Pinselset, Vegan Signature Brush Set. Das ist Hammer, oder? Ich feiere das. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Cruelty-free und vegan sind die Pinsel ja immer von Luvia. Und dass du das einfach mal mit da für Umme mit dabei gekriegt hast. Pff, läuft. Dann habe ich Einweghandschuhe von Profissimo mitgenommen im Mittel. Brauchen wir immer mal wieder, ne? Also das ist halt so eine Box, hier kannst du die dann immer rausziehen. Und entweder zum Kochen, wenn wir wirklich Chilis haben, die wir ins Essen einarbeiten. Oder wenn ich bei Sammy irgendwas habe, wo ich halt mit Einweghandschuhen dran muss und das nicht mit meinen normalen Händen machen möchte. Ist wirklich, man braucht es. Oder wenn mein Freund Modellbau macht und da irgendwelche Sachen klebt oder so. Und ich möchte, dass seine ganzen Finger zusammenkleben, kann er das auch super verwenden. Ja, ja. Hiervon habe ich nur die Verpackung, weil die Sachen habe ich gerade in meinem Gesicht schon angewendet. Ich habe mir natürlich die Collection von Tamtam Beauty von der lieben Tara geholt. Ne? Also Wahnsinn, was sie da rausgebracht hat. Einmal Bridal Face, das ist diese Gesichtspalette. Die enthält fünf wunderschöne Töne. Du hast das Banana Powder, was in gepresster Form drin ist, was wir uns damals in der Limited Edition in loser Form kaufen konnten. Dann haben wir Blush Bronzer Highlighter und ein Konturpuder. Und ich habe alles in meinem Gesicht und ich finde meine Base war schon Ewigkeiten nicht mehr so schön, wie sie jetzt ist. Dann auf meinen Lippen trage ich das Honeymoon Lippenset, bestehend aus Lip Liner und einem Lipgloss, der hammermäßig schön ist. Es fühlt sich super angenehm auf den Lippen an. Es ist eine tolle universelle Farbe, die du super gut tragen kannst. Also hat mir echt gut gefallen. Das Loose Translucent Powder, hammer wie weich dieses Puder ist. Es ist schön. Und die Verpackung von diesen Produkten, das ist einfach Too-Faced, Leute. Ne? Es ist Too-Faced. Dann habe ich mir auch den Perfect Sponge von ihr geholt, der so gut ist, so feinporig, so wundervoll die Produkte ins Gesicht einarbeitet. Also vor allem die flüssigen Texturen, ne? Richtig, richtig gut. Und natürlich die Bridal Eyes Lidschattenpalette, die ich auch heute fast komplett auf meinen Augen drauf habe. Also ich habe fast alle Töne verwendet und es ist so schön. Also ich könnte 1:1 so heiraten gehen. Mega geil. Also da hat die echt einen rausgehauen. Ja, Frauenpflegeprodukte braucht man auch. Carefree Ultra Binden, ne? Also quasi pro Periode verwende ich 2 Stück davon. Also das ist dann halt für abends, ne? Da fühle ich mich einfach wohler mit. Dann habe ich mir geholt für 1,95 € Teelicht Adventskalenderkarte
Die fand ich süß. Es ist halt ein kleiner Adventskalender als Karte, ne? Und wenn man Weihnachtspost verschickt, ist es halt ein kleiner Adventskalender. Und gleichzeitig hast du hier auch noch ein Teelicht irgendwie als Karte mit drin. Ich weiß es nicht, das kann man dann irgendwie auseinanderbauen. Fand ich spektakulär und ich bin ja so ein kleiner Weihnachtsfreak. So, dann hatte die liebe Özlem etwas empfohlen. Ich verlinke euch hier oben mal ihren Kanal. Die fixt mich aktuell so dermaßen viel mit Produkten an. Von DM Bio Krokantriegel Sesam. Ich denke nicht, dass es nett für die Hüften sein wird, aber das soll ultra lecker schmecken. Und da bin ich gespannt drauf. Das nehme ich mir mit zur Arbeit und kann mir das einfach mal so als Frühstück oder als Snack zwischendurch gönnen. Und sie hatte auch noch empfohlen, diese Chips von DM Bio. Das sind Kichererbsen-Chips mit Meersalz. Das hat mich auch sehr angesprochen oder sie hat mich angesprochen. Ich weiß es nicht. Außerdem, weil ich bei Rossmann bestellt habe, kam, und das kam tatsächlich mit einer Bestellung, ne? Ich musste ein bisschen lachen, dreimal so ein Umschlag und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was da drin ist. Geil, okay. Wir haben hier Somat Extra Kraft gegen Kalk, gegen Fett und so weiter. Ein Maschinenreiniger. Sehr praktisch, kann man auf jeden Fall gebrauchen. War für Ome mit dabei. Dann von Kleenex. Balsam, Taschentücher, läuft. Für alles, was du dir vorstellen kannst. Preventino, geil. Hier sind einfach Kondome drin. Kann man machen. B-Skin Bienenwachstücher. Das ist auch cool, das habe ich auch schon mal verwendet. Ja, wir haben halt ganz normal so Tupperboxen, ne? Also das braucht man dann nicht so. Nachhaltig passt in jeden Alltag. Das ist dann nochmal ein Heftchen von Rossmann, wo die halt über Nachhaltigkeit sprechen. Müde Haut, frische Kick für strahlende Haut und so weiter. Mit einem Coupon haben wir hier von Nivea einfach mal Gutscheincodes drin. Und hier nochmal zu Preventino einfach ein paar Informationen, was man so machen kann. Ich glaube, das ist überall dran, oder? Geil. Ja, witzig. Ich habe keine Ahnung, warum ich das dreimal bekommen habe. Aber das war jetzt tatsächlich mein XXL-Drogerie-Haul. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt das hier abgefilmt habe, weil jetzt kann ich die Sachen wegräumen. Jo, schreib mir gerne in die Kommentare, was du dir zuletzt in der Drogerie gekauft hast. Das würde mich nämlich interessieren. Ich lasse mich dann nämlich auch gerne von euch mal anfixen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!